hier ist nass, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Junge, was ist das denn, Mann? Movo, das ist deine Vorderachse. Du ziehst hier durch und wir sind einfach jetzt schon bei 240. Einfach so. Das ist wirklich krass. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin auf dem Weg zu 55 Parts. Ich habe das Auto voller Teile. Wir sitzen im M6 und er wird jetzt mal ein bisschen umgebaut. Fahrwerk kommt rein, Downpipes kommen rein, Bremsbeläge kommen rein und so weiter. Fahrwerk und so weiter könnten wir natürlich selber machen, aber Marvin hatte sich verletzt, deswegen haben wir es nicht gemacht. Alleine hätte ich es mir nicht zugetraut, weil man hier hinten die Hutablage und so weiter rausbauen muss. Und weil 55 Parts jetzt eine neue Werkstatt hat, dachte ich, bietet sich doch an, das mal gleich in Anspruch zu nehmen, ja. Mit Achsmessstand, mit allem, ja, deswegen bauen die jetzt das Fahrwerk ein. Downpipes hatte ich sowieso keinen Bock, weil bei dem Motor ist das richtig scheiße, muss das ganze V oben auseinander. Nee, dachte ich, komm. Neue Werkstatt, dürfen die gleich mal an so einem adäquaten Fahrzeug hier schrauben. Ich habe noch von meinem Einsam ein paar alte Teile mit, Turbolader, Diff und so weiter. Das kriegen die Jungs alles von mir. Ja, und gleich schauen wir uns mal an, was haben wir für Teile, wie schaut überhaupt die Werkstatt 55 Parts aus, was bieten die euch für Leistungen an und so weiter. Ich muss jetzt gerade noch zum Lackierer vorne die schwarze Niro holen, die habe ich nämlich lackieren lassen, weil jetzt habe ich eine drin ohne M-Symbol und das geht natürlich gar nicht. Ne? Also ohne M6-Logo geht gar nicht. Ja, und dann schauen wir mal. Wird gut, denke ich. Beim M6 ist das so bitter. Warte, ich mache mal hier das Geblinke aus. Seht ihr das? Das ist die Reichweitenanzeige. Und egal, ihr tankt voll, aber es ist trotzdem keine, der Balken ist nicht voll. Und das ist so vom Gefühl her, als wenn ihr voll tankt, aber der Tank ist nicht voll. Irgendwie, es macht mich total fertig. Das Auto verbraucht so unfassbar viel Sprit. Die 10,7 stehen da gerade nur, weil ich ganz langsam gefahren bin und was testen wollte. Also unter 10 geht die Anzeige, glaube ich, nicht mal. Egal, was der Gockel säuft, ne? Also echt egal. Wenn du hier einfach mit ans Gas gehst, ist das einfach so eine Genugtuung. Und ich bin so gespannt mit Downpipe nachher. Alter, ich kann nicht so Gas geben, weil hinter mir, also nicht in den Kurven fahren, weil ich im Kofferraum die ganzen Teile habe. Aber wenn du jetzt hier in der 3 gehst du raus, boah, guck das an. 150, 160, 170, ich muss schon kurz bremsen, weil das ist so schnell, dass du dich hier nicht mal so einordnen kannst mal eben. Und jetzt geht's weiter ins Gas. Boah, das drückt. Okay, dann bremsen wir natürlich wieder runter direkt. Moin! Moin Meister! Es ist wirklich sauschnell. Das Auto ist sauschnell. Gut, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich habe schon vielleicht mit MHD einmal kurz rumgespielt. Aber natürlich komplette Peripherie-Serie. Aber ja, ich habe vielleicht schon ja, einmal auf Flash gedrückt und das merkt man auch echt. Ja, da vorne der Kumpel, der könnte jetzt auch mal wegfahren tatsächlich. Macht er aber nicht. Stark. Übrigens, wer kennt die Leute? Und das ist ja echt eine Sache. Hier ist jetzt, sagen wir mal, unbegrenzt. Also sagen wir nicht nur, ist es sogar. Hier ist unbegrenzt. Dann fahren die Leute 130 linke Spur. Mitte oft frei, rechts ein paar LKWs. 130 linke Spur, fahren nicht drüber. Dann kommt das Phänomen, es kommt ein 130 km/h Schild. Was machen die Leute sofort? Rechts blinken, rüberfahren. Und ich denke mir so, Jungs, also welche Logik habt ihr denn jetzt verfolgt? Wolltet ihr die ganze Zeit darauf warten, dass ihr vielleicht jetzt doch durchbeschleunigt und habt es euch freigelassen und seid deswegen auf der linken Spur geblieben? Also da frage ich mich halt, das kennt jeder von euch. Ich sage es euch, alle Leute, die gerne mal schneller fahren über die Autobahn, die kennen das. Das ist nämlich immer das Gleiche, auch bei 100. Fahren die Leute, ja, 110, dann kommt 100, fahren die rechts rüber sofort. Und ich denke mir so, Alter, du bist jetzt gerade 7 Kilometer vor mir mit 110 gefahren auf der linken Spur. Ja, schwierig, schwierig. Jetzt übrigens schon 16 Liter da. Also das Auto verbraucht 16 Liter bis 17 Liter. Ich hatte auch schon 19 im Durchschnitt da stehen. Aber unter 15 Liter, wenn du normal fährst, fährst du den nicht. Wenn du sportlich fährst, fährst du den nicht unter 17,5. Also ist einfach so. Muss man einfach ehrlich so sagen. Das kann man beschönigen und sagen, ja, ich kann den aber mit 12 fahren. Ja klar, mit 100 km/h Tempomat fährst du den mit 12 Litern. Das geht, aber ja, alles andere ist eher dann schwierig zu erreichen. Kraft kommt von Kraftstoff, also was willst du machen? Ne, es ist wie es ist. Aber jetzt guckst du mal an. Es regnet leicht, da müssen wir aufpassen, dass wir kein Wheelspin haben. Oh, moin, einmal vom Gas gegangen. Du ziehst hier durch und wir sind einfach jetzt schon bei 240. Einfach so aus dem Nichts. Ihr habt gerade gesehen, ich bin ganz entspannt losgegangen, bin sogar in der 4 kurz vom Gas gegangen, weil ich einmal ja, kurz dachte, wir hätten Wheelspin. Es ist so brutal, aber es kommt dir in dem Auto nicht so brutal vor. Also das ist halt, du fährst hier ohne Spaß, wir machen das beim Abholungsvideo von 55 Parts, wenn es dunkel ist. Du fährst hier mit
340 und es ist wie im Fünfer 250. Es ist ehrlich krass. Also ich weiß nicht, wie die das hingekriegt haben mit diesen rahmenlosen Scheiben und so, dass es so komfortabel ist. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall mal hier mal wieder in den Komfortmodus schalten und entspannt zu 55 Teile cruisen, weil ganz ehrlich, hier ist es einfach nur ein sinnloses Spritverfahren, wenn du jetzt hier schnell fährst. Deswegen hier einen Gang im Getriebe runter, Motor auf Komfort, Effizienz und jetzt cruisen wir einfach, weil du hast immer solche Leute vor dir, er fährt schon die ganze Zeit links. Er wird auch noch weiter links fahren, wenn du ihm nicht einen freundlichen Wink mit dem Fernlicht gibst. Ich habe mich auf 12,9 Liter runtergequält, aber das war auch schon wild. Deswegen müssen wir das auch jetzt mal wieder ändern. Ah, das drückt so krass und es fühlt sich nicht so krass an. Also schon, aber wenn ich jetzt überlege, wir fahren jetzt gerade 220 schon, 230, 240, kurz bremsen. Junge, 250 und hier ist nass, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Und jetzt Richtung Kassel, denn 55 Parts ist Richtung Kassel. Boah, der genaue Ort, wo die sind, ich kann es euch gar nicht sagen. Aber wie immer ist alles unten verlinkt. Ne, ihr kennt die Jungs ja auch schon. Die haben ja meinen kompletten Einser umgebaut. Damals hatten sie noch keine offizielle Werkstatt. Das haben sie quasi mit einem Partner zusammen gemacht. Jetzt haben sie eine offizielle Werkstatt und es geht richtig rund. Wir sollten jetzt gleich da sein. Was machen wir hier denn eigentlich? Boah, da musste man aber schnell sein. Boah, hier ist aber Wasser runtergekommen. Das ist so krank. Ihr seht das vielleicht jetzt nicht, aber gerade auf der Autobahn auch, da war so ein Wasser auf der Fahrbahn. Ich bin so ganz entspannt 200 gefahren. Ist ehrlich entspannt mit dem Auto, also hört sie, ist jetzt nicht Ironie oder so. Ganz entspannt 200. Und da habe ich so gesehen, vor mir so ein LKW, eine übelste Wasserfontäne links und rechts. Und dann dachte ich so, okay, moin, bremst mal runter. Habe ich schon so auf 125, 130 runtergebremst. Und trotzdem noch übelstes Aquaplaning. Aber sah man nicht, die Straße hat so gespiegelt, du hast es nicht gesehen. Aber mit 200 wäre ein bisschen schnell gewesen. So, wir haben jetzt noch 11 Minuten. Oh, hier muss ich auf jeden Fall langsam fahren, weil das sind hier so Grattler, die bauen überall Blitzer hin. Ja, und wenn hier so 30 innerorts ist, immer gefährliche Nummer, Freunde. Schön runterbremsen hier. Und dann auch so bergrunter, eigentlich prädestiniert dafür jetzt, dass hier irgendwo ein Blitzer steht. Aber ist auch in Ordnung. Boah, geil. Das gefällt mir, genauso muss es sein. Einfach so einen schönen, smoothen Slide. Geil. Hier so raus. Kommt da einer? Ah, kommt einer, kommt einer. Kommt keiner mehr. Dann können wir. Geil. Das macht so Spaß mit dem Auto, weil der hat halt einfach seinen Drehmoment bei 450 Umdrehungen. Kein Spaß, aber halt bei 1,5, 2000 ist echt brutal, was da schon kommt. Und da kannst du halt mit so richtig wenig Drehzahl einfach querfahren. Geil. Dafür musst du halt auch immer aufpassen, weil wenn du jetzt echt mit ans Gas gehst, dann ist es wirklich teilweise gefährlich. Jetzt geht's so, gefühlt in der 3, oder? Nein, geht nicht. Ist natürlich auch sehr nass hier. Aber man muss schon aufpassen. Wenn du ESP ausmachst, dann musst du das schon mal gemacht haben. So, dann mal herein in die gute Stube. Jetzt muss ich mal gucken, ich kann das gar nicht einschätzen, die Abmessung von dem M6 irgendwie gerade. Na? Er weiß nicht mal, wo er aufmachen muss. Wie geht's? Gut. Das piept hier schon wieder alles. Warum? Na? Ja. Alles gut? Ja. Und bei dir? Ja. Warst du neidisch darauf? Hä? Warst du darauf neidisch? Nee, ich hab's mir gewundert. So. Ich hab Geschenke dabei. Und ich hab... Du weißt du schon, was das ist? Weil du weißt ja gar nicht mehr, dass ich das hatte. Deswegen freust du dich bestimmt jetzt. Nee. Ja, du bist auch wirklich... Halt das mal gerade. Ich hol das mal. Ja, was ist das denn? Ach, Lader. Na, jetzt durfst du es denn sein. Du, Lader. Ist doch schön, dass ich den mitgebracht habe, oder nicht? Ja. Guck. Stimmt. Guck, ich schenke euch eure eigenen Sachen wieder. Hab ich auch für dich. Ah, perfekt. Diff umgefallen. Ganze Kofferraum. Ja, bist du wieder zu schnell gefahren. Hier, guck. Habe ich auch noch Ander Geschenke. Nie ja. Verbaut. Hab so ich ist das hier mit den Kooperationen. Warte, hier habe ich noch eine Benzinpumpe. Wir schicken so viele Teile. Ja, guck mal. Habe ich alles hier, hier für euch. Hauptsache, das Diff ist jetzt nicht komplett ausgelaufen in meinem Kofferraum. Das wäre halt gut gewesen. Hier. Geil. Ja, erzähl erstmal, was habt ihr denn jetzt hier vor? Ja, das ist unsere Werkstatt, ne? Wie kam das? Online-Shop, Werkstatt? Ja, also uns gibt es ja jetzt seit
3,5 Jahren. Wir hatten schon zu Beginn immer gesagt, wir müssen eigentlich irgendwann auch mal eine Werkstatt eröffnen, weil zum einen auch einfach für die Entwicklung, du musst mal Teile testen, du musst mal hier was messen und es ist halt immer schwierig, nur am PC zu sitzen und von da aus alles zu entscheiden. Und ja, dann hat das so begonnen, wie ich dir gerade schon erzählt habe, dass ich Tobi kennengelernt habe tatsächlich. Tobi ist der hier die Werkstatt. Genau, Tobi macht. Ist unser Meister. Also der ist wirklich Meister. Ja, der ist wirklich Meister. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass er dann gesagt hat, boah, er hat voll Bock da drauf. Und dann, er hatte halt schon seine Kfz-Lehre gemacht und hat dann eben seinen Meister nachgeholt in der Theorie. Also die Theorie musste er noch draufpacken und ja, ist jetzt seit Anfang des Jahres ist er fertig oder Ende letzten Jahres. Seitdem haben wir ja versucht, das Ganze hier ans Laufen zu bekommen, hatten ja so ein bisschen ein paar Zwischenschritte mit dem bürokratische Bauern. Genau. Deutsche Zwischenfälle. Ja. Und ja, jetzt seit 1.9. ist endlich alles angemeldet und wir können loslegen. Und Hütte ist ja auch schon voll, ne? Da steht einer, draußen steht jetzt auch einer, der stand hier. Ja, ja gut, das sind hier so die YouTuber-Projekte. Ne, wir haben immer jetzt relativ große Projekte nur. Wir sind bis Ende Oktober tatsächlich schon ausgebucht. Hey? Ziemlich krass. Aber das liegt halt auch daran, Tobi ist allein in der Werkstatt. Das heißt, wir planen einfach super lange für große Umbauten ein. Eigentlich viel länger, als wir planen dürften, damit es wirtschaftlich bleibt. Aber wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen anfangen. Erstmal reinkommen auch, ne? Genau, in den Werkstattalltag und ja. Aber was bedeutet Werkstattalltag? Jetzt nicht Ölwechsel und genau. Bremsen machen, sondern Umbauten. Genau, also wir sind eine reine Tuning-Werkstatt. Wir können alles machen von Fahrwerk, Turbolader, Achsteile, was man halt so kennt, was du ja auch alles gemacht hast in den verschiedenen Autos, die du so vorgestellt hast auf deinem Channel. Für die Autos, die wir dann umbauen, bieten wir natürlich auch Service an. Klar, also Ölwechsel oder halt Kleinigkeiten. Aber wir wollen jetzt nicht so dieses 0815 Werkstattgeschäft. Das ist erstmal nicht unser Ziel, das mit abzudecken. Aber markenspezifisch oder? Markenspezifisch. Geschuldet der Teile, die ihr habt. Halt, ne? Ja, nee, BMW GR Yaris. Mini haben wir auch ein paar Teile, kennen wir uns auch aus, weil wir selber einen hatten. Da ist dieser Kopfachsmessstand, Dingsbums da. Der muss noch aufgehangen werden, der ist nämlich brandneu. Wir probieren ihn aus am Toms M6. Echt, ne? Nein. Habt ihr schon was vermessen? Ja, ein Yaris. Boah, das war schon mal die Höhlenaufgabe, oder? Das war wir haben gesagt, naja, wenn der werte Kollege vorbeikommt zum Vorführen, also die kommen halt vorbei und zeigen dir alles. Dann nehmen wir den Yaris. Und dann nehmen wir den Yaris. Aber er musste noch am selben Tag in die Schweiz. Und fand er gar nicht geil. Er hat dann so, wir haben dann gesagt, komm, zeig uns einmal alles und wir machen dann selber, weil die Jungs waren am Yaris, ich glaube, 4 Stunden dran, obwohl eigentlich 3 Räder schon eingestellt sind. Aber erklär warum, weil das ist jetzt nicht so wie bei allen anderen Autos, Yaris ist halt komplett hinten alles verstellbar, ne? Genau, also du hast halt 3 Punkte, wo du Sturz verstellen kannst, an 2 Punkten davon verstellst du gleichzeitig den Nachlauf. ja, das ist immer so ein bisschen, man muss da halt gucken, wie man... Vor allem musst du dann ja auch hinkriegen, dass linke und rechte Seite gleich ist, über die gleichen Verstellmechanismen, weil du kannst ja auch, ich sag mal, 2 Grad so generieren und so bei dem Auto dann und dann. Ja, das war... Vielen Dank auch. Wir hatten das Auto vorher bei einem Partner und der hat halt, also die Werte haben gepasst, was wir haben wollten, bis auf ein Rad, das haben sie irgendwie nicht hinbekommen. Und an der Hinterachse war es zum Beispiel so, da waren die Werte richtig, aber wenn das Auto voll eingefedert wäre, wäre der Querlenker an die Antriebswelle geschlagen. Mhm. Das heißt, wären wir auf unserem Trackday, erste Rollout mit dem Yaris, wäre direkt eine Antriebswelle geflogen. Perfekt, optimal. Das ist hier Movo seiner. Was ist das, nochmal 325, ne? Ja, 325i E92. 325i E92, genau. Und der wird clubsportmäßig erstmal aufgebaut und dann nachher auch ein bisschen radikaler. Ist das seine Bremse hier? Das ist seine Bremse, ja. Also, ihr hört schon, clubsportmäßig wird der ganz aufgebaut. Naja, wenn schon. Wenn schon, denn schon, ne? Du kennst es ja. Ja, man kennt es. Jetzt bin ich gespannt tatsächlich. Das ist ja eigentlich immer alles wie neu bei diesen Japan-Fahrzeugen. Mal gucken, ob das bei diesem auch ist. War also wirklich richtig krass. Ja, und da ist gar nichts. Und 50.000 Kilometer, ne? Ja, weil du hast ja quasi gar keinen Flugrost. Nö. Das ist echt verrückt. Darfst du eigentlich nicht im Winter fahren, das Ding, ne? Aber ist krass, wie verkleidet auch. Er ist sehr gut verkleidet, ne? Vor allem hier hinten, der Diffusor. Hat S55 hat nicht so einen Diffusor, ne? Also da kannst du komplett drauf gucken auf alles.
Deswegen, das ist schon nicht so schlecht hier. Geil, wie diese Bleche noch aussehen. Wenn ich mal die bei meinem M3 anschaue, sind die richtig verpegt. Ja, dein M3 ist ja auch dieses hier. Das ist ja normal immer alles durchgegammelt. Ja, das ist schon echt gut. Ja, also gewichtsmäßig, ich weiß nicht. Ich denke, da steht eine 9 vorne, also 1,9. Ey, hat der eine Alu-Hinterachse? Oder ist die einfach so neu? Weiß ich nicht. Ich muss gleich mal Magnet holen. Doch klar, es ist Alu. Guck mal, die Schweißnähte da oben. Ja, sieht aus wie Alu, das stimmt. So, 1852. Ja, so sieht übrigens der Motor von dem Fahrzeug aus. Was sagst du dazu? Schon sehr schön, ne? Also es ist wirklich ein sehr schöner Motor, unabhängig, dass der jetzt so sauber ist. Weil mir ist eingefallen, warum der so sauber ist, weil der ja gar kein Regen reinkommt, weil der Kühler ja so liegend ist. Deswegen sehen die ja immer sauber aus, weil ich bin ja im strömenden Regen gefahren und der ist komplett klottentrocken. Vor allem ist er sehr weit hinten, der Motor, finde ich. Ja, weil das ja auch ein GT3-Fahrzeug ist und deswegen ist er so weit hinten. Also lag ich mit meiner Gewichtseinschätzung gar nicht so falsch, weil wir sind genau in der Mitte zwischen 1800 und 1900 und das war auch meine Vermutung. Aber ansonsten, ja. Das geht trotzdem. Wie gesagt, es ist trotzdem noch... Voller Tank, ne? Rappelvoll. M2 Competition, meine ich, liegen so 1780. Echt? So viel? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich kenne auch nicht alles, deswegen, ich bin auch nicht allwissend, aber ich meine... Vor allem nicht wissen, wie man die Waage bedient. So, was machen Sachen? Ich dachte, wir wollten das hier schön hinlegen. Nein, also wir wollen jetzt auch nicht so professionell werden, ne? Guck mal hier! Ja, One Air drin. Liegt einfach hier drin. Weißt du, was das hier ist? Und wir haben die bezahlt. Eine One Air S. So, das hier. So, los. Schieß mal los. Also eins eurer Lieblingsteile, was ihr mir immer andrehen wollt, sind diese komischen Gummischläuche mit diesen Dingern hier. Und ich weiß bis heute nicht, was das soll. Also, du weißt nicht, was das soll. Das ist eine Chargepipe. Aber ich weiß nicht, wofür jetzt das unbedingt da drin sein muss, weil das ist doch... Also, warum jetzt? Deswegen. Ja, und? Weil das jetzt aus Plastik ist, oder was? Ja, weil wir wollen ja hier mehr Ladedruck fahren. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es bei den Modellen ist, aber bei ganz, ganz vielen Modellen reißen zum Beispiel die Verbindungen, wo das Plastikrohr an den Flansch angeschweißt ist. Okay. Und dann fahre ich Ladedruck und dann platzt eben das Rohr und ja, dann kannst du zwar weiterfahren, fährst aber halt einen Sauger. Das ist ja nicht schlimm, weil ich habe ja trotzdem 4,4 Liter. Wobei, hier geht es nicht, hier kannst du auch nicht weiterfahren, weil hier haben wir nämlich Luftmassenmesser, die messen die Luft und bereiten damit das Gemisch auf. Das heißt, wenn hier dein Druck flöten geht, läuft danach dein Motor nicht mehr sauber. Mhm. Okay, also das Teil ersetzen wir jetzt, dieses... Genau, ist relativ simpel, ne? Kommt halt ein Metallbogen rein mit zwei Silikonen. Vor allem, das muss man ja auch nicht mal irgendwie, da sieht ja auch kein Polizist hier, dass das nicht so Serie ist, ne? Da streiten sich auch die Geister, ob das als Ersatzteil oder Austauschteil gilt oder eben nicht. Manche Wobei, die Leute legen ja auch scheinbar keinen Wert auf Gutachten, ne? Erzähl mal eure Story. Ja, wir haben ja für die B58 Non-OPF-Modelle die Stage 1 mit Gutachten und bisher ist... Also ihr wollt das scheinbar nicht so, ihr wollt einfach illegal fahren. Nee, wir haben bisher echt wenig Resonanz oder anders gesagt, die Resonanz ist mega krass. Es diskutieren alle wie wild, was jetzt legal ist, wie ich kombinieren darf, was ich machen muss. Das wird gemacht, aber gekauft irgendwie nicht so. Dann wollen wir eine sehr breite Spur fahren. Nein, ich habe mal allerhand Spurplan mitgebracht. Danke Wolf für die freundliche Leihgabe und dann müssen wir mal gucken, wie das Ding nachher gut steht. Wir machen alle auf einer Achse. Ja, perfekt. Dazu, damit wir keine Radschrauben brauchen in verschiedenen Längen, Stehbolzen. Fahrwerk haben wir schon gezeigt, kommt da rein, hier dieses G-Klassen-Fahrwerk. Ne, bin ich echt gespannt, V3. Oh, was ist das denn? Ist das jetzt das Kunststoff hier? Das ist nicht angammelt? Mhm. Ist das neu? Ich glaube, bei manchen Fahrwerken ist das Kunststoff. Also ich glaube, das ist modellabhängig, soweit ich weiß. Aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Okay. Musst du Maren mal fragen. Maren! So, dann um ein hoffentlich großes Problem etwas zu lindern, Fischer Stahlflexbremsleitung, komm hier rein, in Kombination mit, jetzt ist dein Part, Endless. Boah, was für Beläge, Junge, die kleinen VHS-Kassetten stecken wir in den Alter. Lack rein, Junge, was ist das denn, Mann? Wie, jetzt mal ohne Scheiß, wie könnt ihr das hinkriegen, dass das nicht bremst? Guckt ihr das mal an. Ey, wir haben das schon eben gesagt, guckt euch mal bitte diesen Sattel an. Was ist das für ein Sattel in dieser Felge? Das ist 19 Zoll, ne? Das ist ja nicht irgendwie 17 Zoll. Alter, was für ein Bremsbelag. Zeig mal den Pro 5000 Belag dagegen. Ja. Zeig mal den Pro 5000, wo ist der? Er ist gerade nicht da, ne? Das hier, doch, ist Hinterachse von dir. Das ist Hinterachse von mir, ja.
Movo, das ist deine Vorderachse. Das ist echt so krass. Das ist wirklich krass. Alter. Ja gut, das ist halt... Aber wie kriegen sie das hin, dass es nicht bremst? Also jetzt mit den Belägen wissen wir es ja noch nicht. Aber die Originalen sind ja genauso groß. Das ist ja das gleiche Maß. Ja gut. Oder wird das einfach viel zu heiß? Ich kann es dir nicht beantworten. Das Auto ist auch gar nicht so schwer. Ich denke mal, dass deine Belege alt sind und dass da vielleicht irgendwas ausgast, was dann dazu führt, dass der Belag nicht mehr richtig bremst. Mhm. Ja, gut, wir werden mal sehen. Fischer Stahlflex, weißt du, was ich vergessen habe? Vielleicht kannst du mir das leihen und ich bring's dir mit. Bremsflüssigkeit, ja, wollte ich mitbringen, habe ich auch vergessen. Hast du noch RBF 700? Jetzt als Motulpartner hier muss man ja auch RBF 700 im Lager haben, ne? Das ist im Übrigen derselbe Belag wie beim M2 Competition, die große Bremse. Das soll derselbe Sattel. Okay, erzähl mal was zum Belag. Weil du meintest ja... Genau, das ist jetzt so ein Mischbelag, weil wir für diesen Shape eben nur diese Mischung von Endless auf Lager hatten. Für diesen Shape? Was ist Shape? Der Shape ist quasi, wie der Belag aussieht. Also ah, okay, für den Sattel halt. Genau. Wir haben hier einen MX 72 Plus. Der MX 72 ist grundsätzlich ein Belag, der für Straße geeignet ist. Also das heißt, der kann halt 0 Grad, also bremst auch schon im Kalten vernünftig und kann, glaube ich, laut Endless bis zu 800 Grad. Und 800 Grad ist das, was die Rennbremsbeläge auch maximal können. Aber kann er in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit muss ich sagen, wir haben das ja schon mit vielen getestet, gerade auch auf der Bremse. Ich habe einige Kunden beim M2 Competition gehabt, die den Belag gefahren sind. Die waren eigentlich auch ganz zufrieden und dann waren sie mal in Hockenheim und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also von dem her, da ist dann eher der ME20 oder 22. Das ist dann quasi die Rennbremsbelagmischung von Endless. Die wäre dann eher empfehlenswert. Aber für das, was du mit dem Auto vorhast, ab und zu mal Rennstrecke, sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Vor allem, wir verbauen ja auch ein V3 und kein Clubsport. Da hat Maren mich auch extra gebrieft, hat gesagt, Tom, nicht, dass die Leute denken, jetzt ist ein V3 für die Rennstrecke. Ne? Ein V3 ist nicht für die Rennstrecke da. Ja. Sie sagte halt auch eigentlich nicht ab und zu, war so ihre Aussage war das. Ich sage, ja, wird schon ab und zu mal gehen. Genau, aber V3 bin ich trotzdem gespannt, wie das fährt, weil ja alle halt so davon schwärmen, quasi als Daily-Fahrwerk, dass das so geil ist und ja, ich kann es mir halt gar nicht vorstellen. Also ich habe halt einfach gar keine Vorstellung. Schöne Downpipes. Ja. Erzähl mal was zum Thema Downpipes, weil das ist ja jetzt ein exotisches Auto. Wieso habt ihr die jetzt gehabt? Weil du hast die ja relativ schnell, glaube ich, bekommen. Ne? Ja. Ja, also wir haben einen Partner aus China, mache ich auch kein Geheimnis draus. Ja. Wir haben halt, man muss einfach wissen, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass China gleich schlechte Qualität ist. Absolut im Gegenteil. Wir haben relativ viele Komponenten, die wir daher beziehen. Wir haben da einen extrem guten Partner, der mit uns eigentlich alles macht. Der macht teilweise Entwicklungen mit uns. Ja, die hatten halt China ist ja nicht gleich scheiße. Nein. Viele verbinden ja leider China mit diesen, keine Ahnung, billigen Elektro-Gadgets, die irgendwie, weißt du, so ein Luftdruckprüfer oder so diese billigen für 50 Cent. Da verbindet man ja oft China mit, aber das ist ja nicht mehr so. Am Ende kommt fast alles aus China. Ja. Sei es, keine Ahnung, auch Bremsteile kommt ja teilweise aus China, wenn man das so sieht. Und man sieht, kann die ja auch angucken und gerade bei so einer Downpipe, wenn die nachher passt, das wissen wir ja alle noch nicht. Das wissen wir nicht, ja. Wenn die nachher passt, dann was soll damit sein? Also was soll jetzt mit so einer Downpipe sein? Weil die Schweißnähte sehen sehr, sehr gut aus, finde ich. Genau, also ich sag mal, was man jetzt halt hat, ist, dass die Chinesen nicht formieren, ne, dass du halt innen theoretisch nicht eine perfekte Naht hast, das machen manche Deutsche, aber das sind so Details, wo ich halt echt sagen muss, willst du dafür jetzt dann wahrscheinlich, der Satz, der kostet bei uns, jetzt ist wieder wie immer mit den Preisen, du kannst ja irgendwo mal einblenden. Ja, blend es mal ein, vergesse ich eh einzublenden, guck einfach auf den Seiten. Ansonsten halt im Kommentar, auf jeden Fall, ich glaube 900 Euro oder so. Beide. Mit Cut, genau. Und weil wir haben ja hier einen Cut drin, weil er sagt ja, fahr mal ohne, ich sag, mach mal nicht ohne. Ne? Das stinkt, das ist Kacke. Ja. Und deswegen haben wir jetzt hier einen Cut drin. Was genau ist da für ein Cut drin? Das ist ein 200-Zeller. Ist das ein 200-Zeller oder ist das ein 300-Zeller? Nee, das ist ein 200-Zeller. Das ist jetzt ein 200-Zeller. Ja. Immer mal eins, aber ein 300-Zeller, oder? Ja, 300-Zeller. Okay, also das ist ein 200-Zeller. Aber wir haben ja hier auch zwei Cuts quasi. Stimmt. Wir müssen natürlich das noch prüfen, auch da bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, die Autos sind nicht so häufig. Wir haben für die ganzen Einser etc. extrem viele Erfahrungen. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen mit der Erfahrung sammeln. Nein, gar keine. Aber es gibt ja auch nicht so viele Autos. Aber es wäre mal interessant, hier mal drunter zu schreiben, ob hier jemand einen M6 fährt. Ja. Weil das wäre echt mal interessant. Fährt hier einer einen M6 und würde den auch umbauen wollen, wenn es Teile gibt? Oder sagt ihr, nö, da fährt die Frau mit zum Bäcker? Genau. Tom will nur wieder umsonst Teile abgreifen. Also fällt dir jetzt jemand im M6, der unbedingt ein GT3 Bodykit verbauen will?
Nee, und wie gesagt, wir müssen mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob er die Abgaswerte noch einhält. Normalerweise haben wir damit sehr gute Erfahrungen. Also mein E92 hält bei jeder AU die Abgaswerte. Und du darfst nicht vergessen, das ist ja, was ist das, Euro 5 oder so? Das ist ja 2013. Ja, okay, stimmt. Also das, der hat ja relativ schlechte Abgaswerte noch. Wenn das jetzt ein OPF, dann würde es nicht schaffen. Aber ja. So, das ist... Ja, und glaub, mit, das den, mit den 300 Zellern im 1,40 bestehen wir ja auch die... Locker, ja. Das war wirklich locker. Also die AU hat meine... Ich war ja kurz danach beim TÜV. Und ja. Er sagte, alles gut, passt. Ja, von dem her, ich bin mal gespannt. Ein bisschen lauter wird es werden. Glaube ich zum Beispiel nicht. Aber beim einen sagt gar kein Lautstärkeunterschied. Null. Also null. Ich habe es nicht gemessen, aber wenn man so hört, alle sagen, wird lauter. Ich glaube nicht, dass es lauter wird. Also ich stelle mich noch nicht drauf ein, auf jeden Fall. Ja, das ist auch immer mit der Lautstärke... Es kann auch quasi den Ton verändern. Du denkst, es ist lauter, dabei ist es gar nicht lauter, ja. Oder auch andersrum. Ja, das sind erstmal die Teile, die hier reinkommen. Dazu dann MHD, was ist das dann? Stage 1. Ja, aber das ist ja 1 ist ja drauf. Dann kannst du 2 fahren. Achso, nee, 1 und dann nur mit anderer Downpipe wählt man aus, ne? Kann man machen, ja. Du wolltest ja nicht so viel Leistung fahren. Genau, ich habe gesagt, ich möchte, dass der Motor heile bleibt. Wir können mehr machen, aber ich würde das gerne auf dem Prüfstand machen, um zu sehen, wie viel Drehmoment der da macht, weil... Ist halt 900 Newtonmeter, ist halt die Grenze bei den Dingern. Dann fliegst du dir rum die Ohren. Dann ist der krumm. Ja. Ja. Ja, die, also das Problem ist tatsächlich nicht mal die Zahl 900, sondern das Problem an den Motoren ist, die machen halt einfach das Drehmoment bei, keine Ahnung, 2500. Ja, das habe ich eben im Video schon gesagt, wo ich hier kurz bei euch in der Gegend ein bisschen quer gefahren bin. Du kannst halt bei 1000 Umdrehungen Gas geben. Deswegen ist das Ding umgefallen. Ja. Ja, genau. So sieht das aus. Und das sind die Teile, die reinkommen. Ja, erstmal gar nicht so viel, ne? Jetzt, hier liegt erstmal nicht so viel, aber das war ja auch relativ spontan. Das Fahrwerk wollten wir ja selber einbauen, Marvin ist ja krank geworden. Und eigentlich wolltet ihr ja nur die Downpipes machen. Da kamen wieder Bremsbeläge. Achso, wir haben was ganz essentiell Wichtiges vergessen. Der rote Startknopf. Wird jetzt oft gekauft, ne? Das ist ein Teil, was wahrscheinlich richtig oft gekauft wird, ne? Ja. Und da bestellen Leute nur so einen Knopf? Ja, manchmal. Ja. Ja gut, ist halt dann immer, wir verschicken halt nur versichert, ne? Ja, deswegen meine ich, das kostet dann 6 Euro. Was kostet der Knopf? Der Knopf kostet 20 Euro, glaube ich. Ja, wir holen die Kiste in 2 Tagen wieder ab. Ne? Das Video ist aber jetzt vorbei, weil es wird lang genug gewesen sein. Was musst du jetzt sagen? Was ist das Allerwichtigste? Abonnieren. Danke. Und was? Und die Glocke aktivieren. Nein, das ist scheiße, ist mir kackegal. Aber abonnieren ist wichtig. Das Wichtigste ist, dass ihr bei uns einkauft.